Das folgende Video wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Audi e-tron GT oder Porsche Taycan 4S. Ja, in beider Fälle muss man hier von ganz klaren Traumwagen sprechen und ich glaube, die wenigsten von euch haben überhaupt die Chance, mal wirklich solche Fahrzeuge mal 2 Wochen am Stück zu bewegen. Ich muss mich hier an dieser Stelle einmal bei meiner Schwester bedanken und einmal beim Bernd bedanken, dass ich genau die Chance bekommen habe und somit beide Fahrzeuge gut miteinander vergleichen kann, denn genau darum geht es in diesem Video. Also, dranbleiben! 375 kW, 530 PS, ja, das haben beide Fahrzeuge. Von 0 auf 100, 4,0 Sekunden, 4,1 Sekunden. Vmax 250 zu 245 km/h. Also, wo sind denn jetzt die großen Unterschiede bei den beiden Fahrzeugen, die übrigens beide Allradantrieb haben? Der e-tron GT hat einen etwas niedrigen Grundpreis. Der fängt genau bei 99.800 Euro an, also ganz knapp unter der 100.000. Den Taycan, den bekommt ihr erst bei über 100.000, bei ca. 106.000 fängt der Taycan 4S, also Allrad, mit 530 PS an. Dass beide Fahrzeuge bei dem Preis nicht über den Ladentisch gehen, das ist völlig klar. Auf der einen Seite gibt es natürlich Rabatte, auf der anderen Seite aber muss man ganz klar sagen, Zusatzausstattung können die Deutschen. Und da ist es locker möglich, mal eben 20% oben drauf zu schlagen, sprich für 120.000 Euro. Kriegt ihr locker mal eben hier die Fahrzeuge serviert. Einen Unterschied gibt es dann noch, außer der Höchstgeschwindigkeit. Der e-tron schafft es tatsächlich, DC mit 275 kW dank des 800-Volt-Systems zu laden. Hier ist zwar auch ein 800-Volt-System im Porsche Taycan, das wiederum aber schafft in Anführungsstrichen nur 225 kW. Das führt dazu, dass ich mit dem auch kleineren Akku des Porsche Taycans, nämlich nutzbar, etwa 70 Kilowattstunden gegenüber etwas über 80 Kilowattstunden beim Audi e-tron GT. Mit dem Audi e-tron GT, in Summe etwa 15 Minuten schneller in Bremen war als schon mit der sehr guten Zeit des Taycans. In Zahlen ausgedrückt, ich habe mit dem Taycan 3,52 benötigt und war hier mit ungefähr, ja, das waren 3,35, 3,37 ungefähr so, habe ich mit dem e-tron GT gebraucht. Ich brauchte zum Beispiel nur einen Ladestopp hier und der ging auch noch schneller als 2 Ladestopps mit dem Taycan, die auch etwas länger brauchten. Sprich, also 15 bis 20 Minuten war ich mit dem Taycan langsamer. Natürlich kommt ein bisschen Verkehr dazu und so weiter. Aber grundsätzlich auf Langstrecke lässt sich tatsächlich der e-tron GT etwas schneller bewegen, als ich jetzt den Taycan bewegen konnte, obwohl die Vmax hier doch etwas höher ist. Auch, finde ich, habe ich einen kleinen Unterschied gemerkt in der Geschwindigkeit oder in der Art und Weise, wie die Fahrzeuge auf das Strompedal reagieren. Da war der Taycan gefühlt deutlich, deutlich giftiger als auf der Seite jetzt hier der e-tron GT. Beide haben den gleichen Unterbau. Das ist die Elektroplattform von Porsche und Audi, die gemeinsam genutzt wurde. Gefühlt aber ist es bei mir so rübergekommen, als wenn der Taycan doch ein bisschen giftiger abgestimmt ist als eben der Audi e-tron GT. Ja, Überholprestige, das seht ihr, haben beide und auch auf der Autobahn war das eigentlich kaum ein Thema. Wer da das eine oder das andere Fahrzeug im Rückspiegel erkannt hat, der macht dann sehr, sehr schnell Platz. Also da habt ihr mal gar nichts zu befürchten. Wo sind jetzt aber für mich die Unterschiede und welches Fahrzeug ist in meinen Augen das bessere Fahrzeug? So, der Taycan hat eigentlich eine nahezu unverwechselbare Form. Die Scheinwerfer kennen wir schon aus dem Konzept damals. Das haben sie eigentlich genauso übernommen. Finde ich richtig gut, dass sie es gemacht haben. Die ganze Front, typisch auch hier so ein bisschen mit den ausgestellten Kotflügeln und den Dom, wo eben die Leuchten drin sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist 911er-Style, weil es ist doch ein bisschen anders, aber es ist typisch Porsche-Style, denke ich mal. Ne? Unter der Haube vorne verbirgt sich ein Frunk, den gucken wir uns da nochmal an. Und ansonsten eher sehr klassische, runde Form,
Also wirklich wenig Schnick und Schnack hier dran. Übrigens WLTP aufgrund des kleineren Akkus hier beim Porsche Taycan bei 408 Kilometer. Das sind roundabout 80 Kilometer weniger als das, was der e-tron GT schafft. Ja, Emblem vorne in der Haube deutet eindeutig darauf hin zu, dass es sich hier um einen Porsche aus Stuttgarter Entwicklung handelt. Gebaut wird er natürlich nicht in Stuttgart. Ja, ansonsten, wenn wir hier vorne an die Front mal gucken, ist das alles sehr, sehr aufgeräumt, wie ich finde. Auch die Radareinheiten und so weiter, die sich hier unten verbirgen, hier unten zum Beispiel, finde ich etwas schöner gelöst, als es beim e-tron GT gelöst ist. In Summe von vorne ist der Taycan bei mir etwas besser als der e-tron GT gelungen. So, wenn wir uns jetzt mal die Front vom e-tron GT angucken, dann hat er natürlich echt einen fiesen Ausdruck hier. Also das sieht wirklich böse aus im Sinne von sportlich. Es ist aber auch sehr zerfurchtet. Ne? Wir haben ja 1, 2, 3 Farben hier noch so ein bisschen in Wabenstruktur abgesetzt und so weiter. Es ist bunter, möchte ich mal sagen. Ne? Auch hier unten sehr, sehr offen. Da hat er auch den Sensor, den ich eben beim Porsche gesehen habe. Aber es ist hier eigentlich in einer ganz anderen Form viel offener. Es wirkt fast so, als wenn hier irgendwie was fehlt. Da kann aber natürlich kein Gitter davor sein, weil eben ein Gitter an der Stelle zum Beispiel verhindern würde, dass der Radar in diesem Falle gut funktioniert. Ich würde aber gerne trotzdem wissen, im Winter gerade an dieser Stelle, wie schnell das dann doch voll ist mit Eis, weil das ist für mich prädestiniert, dass das als erstes dann ausfällt. Aber das kennt man von anderen Fahrzeugen auch, die dann nicht sowas haben wie einen beleuchteten oder beheizten Mercedes-Stern. Beleuchtet ist also egal. Mein ID3 zum Beispiel, der ist auch, wenn er vorne dicht ist, da geht gar nichts mehr an irgendwelchen Helferlein. Ja, ansonsten riesengroße Haube hier beim e-tron. Die Optik aber sehr, sehr nahtlos. Es ist die gleiche Plattform wie der Porsche, das ist klar. Aber die gleiche Plattform heißt jetzt nicht, dass sie dann auch die ganze Karosserie gleich gestalten müssen. Und da unterscheiden sich beide Fahrzeuge dann doch recht doll voneinander. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Lasst uns doch mal eben fertig machen und dann gehe ich ein bisschen auf die Unterschiede ein. Wir gucken uns auch nochmal natürlich den Frunk hier beim Audi an. Und ich bin gespannt, was eure Meinung ist, welcher euer Favorit ist. Machen wir vorher nochmal weiter mit dem Heck von den beiden Fahrzeugen. Und ihr seht jetzt hier das Heck vom Porsche. Und das ist eigentlich typisch als Porsche zu erkennen. Wir haben hier ein durchgehendes Leuchtenband, was wirklich ineinander übergehend hier auch in die Heckklappe hier übergeht. Das sieht schon sehr, sehr, sehr nobel aus, muss man sagen. Allein auch hinten die ganze ausgestellten Kotflügel und die Designlinie, die Dachlinie, die übergeht jetzt hier in den Kofferraumdeckel. Mir gefällt das sehr gut. Andere sagen tatsächlich, es ist beliebig. Es hat schon einige gegeben, die gesagt haben, ja, dem Panamera doch ein bisschen zu ähnlich vom Heck. Ja, ist halt auch ein viertüriges Coupé hier an der Stelle. Kann man halten wie ein Dachdecker oder wie heißt der Spruch, ist mir egal. In Summe ist es stimmig zu der unaufgeregten Front des Taycans und somit eigentlich als Gesamtkonzept finde ich es wiederum sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, gerade mit dem Leuchtenband, das mag ich sehr, haben aber auch inzwischen die 911er, Panamera und so weiter. Ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal des Taycan oder eines Elektrofahrzeuges. Und sonst, wie gesagt, auch hier übergehend in eine Art Diffusor-Optik im unteren Bereich. Ja, es ist ein Porsche und da spricht das Design einfach sehr, sehr viele Porsche-Liebhaber an und das finde ich sehr gut gelungen. Beide Fahrzeuge sind um die 5 Meter lang und was sie aus den optischen 5 Metern machen, das finde ich, ist bei beiden Fahrzeugen grundsätzlich verschieden. Ich finde den Audi zum Beispiel von hinten viel, viel aufregender, viel, viel spannender und das ist, ich stelle mich extra davor, zum Beispiel dem hier geschuldet. Der hat riesen Backen hier, das ist schon fast urquattro-typisch, was hier hinten am Kotflügel gemacht wurde. Der hat einfach einen breiten Arsch. Ansonsten auch hier ein Lichtband, was durchgehend ist, Schriftzug und so weiter, Rückleuchten in der Karosserie eingelassen. Hier hinten auch eine giftige Diffusor-Optik. Also optisch gefällt mir der Taycan, der e-tron GT natürlich, von hinten nochmal
etwas besser als der Taycan. Ich finde, das hat Audi richtig geil gemacht und vor allem hat man beim e-tron GT hier ein Alleinstellungsmerkmal. Den seht ihr in einem Audi-Regal so als Verbrenner oder als Hybrid erstmal nicht. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Hier auch der integrierte Spoiler beim e-tron GT, der dann ausfährt auf der Autobahn. Ja, und auch wie beim Taycan natürlich viertüriges Coupé, aber flach. Beide mit ungefähr 1,38 Meter Höhe. Wirklich das mit flachste, was aktuell an Elektroautos auf dem Markt zu finden ist. Und von daher richtig, richtig schöne Autos, auch gerade von der Heckpartie. Wie gesagt, hier an der Stelle finde ich den e-tron GT etwas spannender als drüben den Taycan. Beim Porsche setzen die Designer komplett auf den CW-Wert. Und das geht zum Beispiel los bei den Türgriffen, die dann, wenn man zum Beispiel hinten einsteigen möchte, dann ausfahren und ansonsten in der Karosserie eingelassen sind. Linie haben wir schon erklärt, absolut sportlich designt, in einem Guss durchgezogen, kein Schnick, kein Schnack, keine Unterbrechung wirklich der Fläche hier zu sehen. Ich möchte fast sagen Porsche typisch und somit komplett anders, wie zum Beispiel hier beim e-tron GT, der aufgrund der richtig breit ausgestellten hinteren Kotflügel Bügelgriffen hier ist eine Lichtkante, eine richtige Sicke drinne zu erkennen. Und hier ist nochmal eine Lichtkante drinne. Hier ist nochmal eine Kante drinne. Also Kante, Kante, Kante richtig ins Blech reingemacht. Die Bügelgriffe sind natürlich im Falle eines Unfalls besser zum Öffnen einer Tür als zum Beispiel bei den Unterschalgriffen des Porsches, die versenkt sind. Aber ansonsten deutlich aggressiver gestaltet, der e-tron GT auch in der Seitenlinie. Der zeigt wirklich einfach, ja, hier, guckt her, guckt es an. Beide Fahrzeuge haben im vorderen Bereich dann der Türen hier nochmal so eine Art Lufteinlass vorne bei den Ladeklappen. Die hat der Porsche auch zum Beispiel. Aber hier deutet alles darauf hin, hey, wir wollen Sportler sein und wir sind Sportler. Vom Platzangebot her unterscheiden sich beide Fahrzeuge gar nicht. Also man fällt hier tief auf eine gut ausgeformte Rücksitzbank beim Porsche zum Beispiel. Übrigens unten tatsächlich mit Isofix für den Junior oder den Nachwuchs. Hier der wirklich breite Mitteltunnel zu sehen an der Stelle. Aber das gucken wir uns jetzt mal beim Porsche an. Da erwartet ihr mal bitte keinen Unterschied. Denn auch beim Porsche fallt ihr auf einen ähnlichen ausgeformten sitzenden. Auch beim Porsche findet ihr Isofix, ihr findet die gleichen Belüftungen hier unten im Bereich der Füße und ihr findet einen wirklich breiten Tunnel in dem Bereich hier mit einer Ablageschale beim Porsche. Die hatte der e-tron GT nicht, aber wirklich verstanden habe ich diesen Mitteltunnel noch nicht. Normalerweise läuft da eine Kardanwelle lang, aber doch nicht bei einem Elektroauto, auch wenn der Allrad hat. Platztechnisch absolut identisch. Kofferraum beim e-tron GT theoretisch durch einen Kick zum Öffnen. Diesmal hat es geklappt. Vorführeffekt. Und dann guckt man hier wirklich in einen richtig großen Kofferraum, der ja, den gleichen Nachteil hat, wie zum Beispiel auch bei einem Model 3 ist. Das heißt, wirklich gut zu beladen sind die alle nicht hier, ne? Elektrisch habt ihr gerade gesehen, zum Öffnen unten mit dem Kick. Zum Schließen kann ich hier oben auf den Knopf drücken. Da geht das nicht mit dem Kick. Hat eine 12 Volt Steckdose im Kofferraum und hier unten noch einen zweiten Ladeboden. Aber nichts wirklich Spannendes. Schauen wir uns mal den Porsche an. Der hat hier unten so einen Sensor, womit dann der Kofferraum aufgeht und dort ja hier, wenn man nicht gerade die Tasche mit dem Ladeequipment drin hat, sieht es absolut identisch aus. Größentechnisch genau das gleiche und hier auch in diesem Fall gefüllt mit Bordbüchern. Der zweite Ladeboden, also genauso gut zu nutzen bei A wie bei B. Einen kleinen Unterschied, den finden wir jetzt beim Frunk, nicht in der Größe, aber in der Art und Weise. Übrigens der Knopf hier oben ist identisch. Der ist genau der gleiche Knopf wie eben beim Audi. Ja, den Frunk
öffnet man beim Taycan eigentlich ziemlich leicht. Dazu steigen wir mal eben in den Taycan ein. Und ich habe jetzt hier dieses Mitteldisplay. Und hier seht ihr die Taste. Und jetzt ist das ganz klar, wo ich jetzt hier drücken muss. Da oben ist nämlich die Taste mit. Seht ihr? Und da seht ihr auch, dass die jetzt auf ist. So geht es im Taycan. Aber die Audi-Ingenieure, die haben sich natürlich gesagt, oh, das machen wir anders. Übrigens, ihr hättet auch den Kofferraum jetzt hier beim Taycan von der Stelle aus öffnen können. Ja, und beim e-tron GT, da sagen sich die Audi-Ingenieure, wir müssen doch nicht alles nachmachen. Also erstens, so ein Display braucht kein Mensch da unten. Also das, was beim e-tron, beim klassischen e-tron noch gesagt wurde, hier viele Displays und so weiter, das haben sie beim e-tron hier nicht gemacht. Also hier unten ist kein Display mehr. Wir haben nur im oberen Bereich ein Display, im unteren Bereich nicht. Und dann guckt man einfach, ja, wo geht denn jetzt bitte der Funk auf? Weil nämlich, es gibt hier unten die Taste zum Öffnen des Kofferraums. Aber den Funk vorne, den müsst ihr auf einer ganz anderen Art und Weise öffnen. Da findet ihr hier die Taste. Wer sich das ausgedacht hat, ne? Weiß auch nicht, ob der eine Wette verloren hat oder so. Egal. So, auf jeden Fall. Zack. Großer Kofferraum. Gut zu nutzen. Und ganz witzig, hier unten ist das Bordwerkzeug unter. Und was kann man da lesen? Porsche. Das ist nichts anderes, als wir jetzt beim Porsche auffinden. Ansonsten vom Platz her seht ihr, gut nutzbar eigentlich. Hier ist die Ladetasche übrigens komplett identisch wie die, die wir hinten im Porsche gesehen haben. Der Porsche hat übrigens hier vorne auch noch einen Sensor drin. Also ich kann auch durch Berühren von hier vorne die Haube öffnen. Und da seht ihr, der ist nahezu identisch. Auch hier mit den Abdeckungen genau das gleiche. Da darf Porsche draufstehen. So, aber auch sonst, es ist genau das gleiche. Hinten, hier vorne ist Wischwasser. Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, da hinten ist das eine Thema, Kühlflüssigkeit, was das ist. Und hier vorne Wischwasser. Ja. Also ich habe bewusst Kühlflüssigkeit gesagt. Ne? Ich weiß nicht, ob es für die Batteriekühlung da hinten was zum Befüllen gibt oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Bremsflüssigkeit ist, aber ich weiß es echt nicht. Ja, sonst haubentechnisch und so weiter. Innenlackierte Haube. Nichts Besonderes. Mit richtig drücken kriegt man die Haube auch zu. Auch hier innenlackierte Haube, nichts Besonderes. Schließt besser. Ja, so viel einmal zu den hinteren Plätzen und zu den Kofferräumen von diesen beiden Traumautos. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal hier aus der Innenperspektive an. Und zwar e-tron GT. Grundsätzlich einmal vom Platzangebot her ist das schon alles wirklich richtig gut. Ihr wisst, ich bin 1,75 und so ein Auto ist grundsätzlich immer für mich passend. Na, ich bin kein Sitzriese, ich bin wirklich das, was hier gut passt. So, was fällt auf? Der e-tron GT hat grundsätzlich, legen die Audi-Ingenieure hier auf Grund ganz, ganz, ganz viel Schalter. Das ist im Lenkrad hier, viele Schalter. Hier hat man eine Schalterbatterie, hier hat man eine Schalterbatterie, hier ist das kleine Anzeigendisplay für eben Klima, Sitzheizung, Sitzbelüftung hat er hier. Das ist sehr, sehr angenehm. Oben das typische Audi MMI und auch hier typisch Audi, die Tacho-Einheit möchte ich sie mal eben nennen. Also das ist genau das, was man eigentlich so fast schon erwartet. Und
wer ein e-tron kennt, der kennt sie fast wirklich alle. Ganz viele Menüpunkte, die man hier durchspielen kann, und man sucht auch wirklich viel. Also ich habe zum Beispiel die Einstellung des Head-Up-Displays gesucht und was ich da einstellen kann. Da war ich wirklich lange am Suchen, und somit neben der Frunk-Taste auch so ein Thema, wo ich sage, huah. Was ich generell cool finde beim Audi, das ist, dass er hinten auch die Schaltpedals hat zum Einstellen der Rekuperation. Sehr, sehr gut gelöst, bin ich großer Fan von. Kennt Hyundai-Fahrer ohnehin. Hier haben wir nochmal eine Lenkradheizung drin, was bei dem Preis grundsätzlich immer angebracht ist, denke ich mal. Ja, und ansonsten, wer sich einmal durch das Menü irgendwann durchgefuchst hat, der wird auch mit einem Audi e-tron GT sehr, sehr gut zurechtkommen. Gerade jetzt auch beim Aus- und Einparken hat er hier eine Vogelperspektive, genau wie der Porsche Taycan auch. Das hilft, dass man das Fahrzeug ganz gut in auch kleinere Garagen bewegen kann. Ablageschale hier hinten ist übrigens deutlich kleiner als die vom Taycan. Und er hat hier auch leider die Induktionslösung wie beim Taycan, die Probleme hat mit dem aktuellen iPhone 12, weil Apple dort auf eine etwas andere Induktionsschleife gesetzt hat, um zum Beispiel ihre Magnetlademöglichkeit dort anzubieten. Das führt aber leider tatsächlich dazu, dass man hier teilweise Probleme kriegt mit dem Laden. Er fängt an zu laden, 3 bis 5 Minuten, und dann bricht er ab. So, und jetzt hole ich euch mal eben zu mir ran, denn wir gucken uns jetzt mal das Ganze hier in der optischen Geschichte an, damit ihr gleich versteht, wenn ich vom Taycan rede, wie das da aussieht. Und zwar haben wir natürlich hier das Cockpit des Audis. Eben genau das, was ich gesagt habe, mit den vielen Schaltern zum Beispiel. Und zum Beispiel hier oben das MMI. Das Infodisplay. So. Und grundsätzlich ist es so, dass ich hier sehr, sehr viel Unruhe sehe, ne? Also ich finde es schon sehr, sehr unruhig. Hier unten auch wieder das leidige Klavierlack-Thema, da fahren sie aber alle drauf ab. Und dann haben wir hier halt sehr, sehr viel Flächenunterbrechung, ne? Wir haben hier wieder Klavierlack, oben Leder, dann hier so diesen Carbon, die Carbon-Einleger. Hier ist wieder Aluminium so ein bisschen drin, hier auch so ein bisschen Aluminium drin, Klavierlack wieder, hier haben wir wieder das Leder. Das Ganze in der Tür ergänzt nochmal neben dem Carbon hier, was sehr, sehr gut aussieht, zu Wildleder irgendwie hier, warum auch immer. Im Lenkrad haben wir dann hier auch wieder oben Metall, Klavierlack, natürlich Leder im Lenkrad selber, fest sich sehr, sehr gut an. Ist aber optisch irgendwie, ich finde es größer als das, was ich im Taycan habe, weiß aber gar nicht. Und auch die Anzeige selber, ich gehe mal hier aufs Home-Menü, dann sieht das Home-Menü hier so aus. Und sobald man jetzt, was weiß ich, zum Beispiel in die einzelnen Bereiche geht, ne, einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt, also es ist typisch Audi MMI. So, und dann habt ihr da, was ich, nochmal wieder Einstellungen, wo ihr in die Tiefe reingehen könnt und so weiter. Ja. Und hier nochmal der Herr, Vollständigkeit halber, so ein bisschen die Ansicht der Navikarte. Und dann haben wir hier nochmal also ich finde die Ansicht hier vorne, man kann jetzt auch natürlich so nochmal klein machen. Das geht alles hier dann über die Schalter im Lenkrad. Aber man kann jetzt oben hier nochmal durchschalten. Dann hat man hier zum Beispiel auch nochmal die Anzeige, kann die auch nochmal groß machen. Ist nicht schlecht, ja, aber brauche ich es jetzt hier? Ne? So, von daher, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Sehe ich so ein bisschen als Spielerei, aber das ist für viele Audi-Fahrer, die finden es auch sehr, sehr cool. Also, so viel zum Innenraum von Audi, der, wie gesagt, auch viel mit Kanten und Ecken. Das seht ihr zum Beispiel jetzt hier in diesem Bereich auch. Hier, auch hier in diesem Bereich. Das ist also
alles sehr, sehr zerklüftet und so weiter. Und da möchte ich euch jetzt mal den Porsche zeigen. So, und auch den Porsche gucken wir uns mal eben jetzt hier auch an. Auch er hat so eine Easy-Entry-Funktion, genau wie der Audi e-tron drüben. Und es ist hier erstmal gefühlt viel, viel aufgeräumter. Porsche setzt im Gegensatz zu Audi auf deutlich weniger Tasten. Also viel, viel stringenter wird hier das Thema Digitalisierung umgesetzt. Und ja, Leder, Glas, Glas, das war's. Na, hier die Tasten und ja, da ist ein bisschen Klavierlack. Also in den Tasten, in den Türen. Und hier beim Warndreieck auch. Aber sonst kein bisschen richtiger Materialmix, sondern ich finde das halt sehr harmonisch hier drin. Ja, Position auch hier sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, 1,75. Ich habe nie ein Problem in irgendeinem Auto. Ich weiß, da gibt es Menschen, die auch meine Videos gucken, die sind auch an die 2 Meter groß. Ich weiß, dass ihr es schwerer habt. Definitiv, aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin und freue mich meines Lebens und dass ich das Problem eben nicht habe. Ja, die Mittelkonsole hier baut ein bisschen anders auf, stört auch mich jetzt hier aber auch nicht. Man sagt immer irgendwie, jetzt hier, wenn du Gas gibst und so weiter. Nee, tut's nicht, wirklich. Also bei mir jetzt nicht, wie gesagt, aber ich bin auch nicht deutlich größer jetzt als irgendwelche Durchschnittseuropäer, sondern eher ein bisschen kleiner mit 1,75. Und daher ist das hier alles wirklich maximal schick. Fühlt sich auch gut an, haptisch, optisch ganz toll. Und von daher, ich bin mit der Art und Weise, wie Porsche den Taycan im Innenraum hier gestaltet hat, sehr, sehr zufrieden. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, dazu hole ich mich wieder ran, so wie eben. Und dann gucken wir uns mal jetzt hier den Porsche an. So, wo geht's los? Lasst uns mal hier unten anfangen. Zum Beispiel Glas. Dann haben wir hier die Becherhalter, so hier. Ne? Glas, auch der Beifahrer hat ein Display. Das gehört zum Sport-Chrono-Paket, dass er da oben eine Uhr hat. Hier auch das freischwebende Display, finde ich sehr, sehr, sehr schön. So leicht geschwungen, leicht gebogen ist das, seht ihr hier vielleicht so. Die Anzeige deutlich aufgeräumt, finde ich. Mag ich auch sehr, sehr gut leiden. Übrigens hier, da auch, das sind Tasten. Ne? Damit kann man zum Beispiel das Fahrzeug jetzt auch spontan mal eben höher oder tiefer in dem Niveau absenken. Das ist das MMI hier vom Porsche sozusagen. Also ich kann jetzt hier über die Einstellung des Fahrzeuges gehen. Ich finde das sehr übersichtlich. Drive, Assistenzsysteme, Trip-Geschichten hier bei Komfort. Ich finde das wirklich, ich finde es sehr, sehr, sehr aufgeräumt. Mag ich wirklich richtig gut leiden. Und auch wenn man jetzt hier so ein bisschen noch eine tiefe Ebene scrollen kann, aber ich finde nicht, dass es unaufgeräumt ist. Das hatten wir schon, die ganze Klimaregelung hier nicht über Tastatur, sondern hier drüber. Was ich ganz cool finde, man hat hier nochmal den Knopf und kann dort eben auch nochmal reingucken, wie ist denn jetzt mein Akkuladestand. Übrigens, habe ich das schon mal gezeigt, glaube ich. Wenn er jetzt hier lädt, dann zeigt da unten die Geschwindigkeit in Kilometer, in km/h an, genau. Dann drücke ich da drauf und dann zeigt er auf die Ladegeschwindigkeit in kW an. Einfach nur hier über einen Klick auf das Display. Warum das nicht jeder so macht, weiß ich nicht. Lenkrad ist auch deutlich aufgeräumter. Hier sogar den Drive-Mode-Schalter, womit ich dann umschalten kann, über den Sportmodus und so weiter. Habt ihr gesehen, Sport, Sport Plus, Normal, Range. Also total gut. So, hier auch wieder das Porsche-Symbol. Hier wird eingestellt über diese Walzen. Haben wir in ähnlicher Form auch im Audi übrigens gehabt, aber mit weniger Tasten. Und das ist das, was ich eben sagte, das ist das Einzige, was Klavierlack ist. Aber auch hier in der Tür, wir haben nur das Leder. Dann haben wir hier diesen Einleger hier, das ist... Das ist tatsächlich, das ist, scheint sogar Kunststoff zu sein. Auch hier wieder Leder. Leder, das Kunststoff von hier, kommt hier auch wieder zum Tragen. Das kommt hier zum Tragen. Das ist das gleiche Kunststoff, was hier drum ist. Also es ist alles eigentlich wirklich sehr, 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 sehr stimmig. Auch
habe ich hier nur eine Fläche. Ihr seht das von hinten so, das ist eine Fläche, das geht auch hier nahtlos über in diese Mittelkonsole hier unten rein. Und hier oben auch, das ist eine schöne Fläche und überhaupt nicht zerklüftet. Und das ist der Grund, warum ich das hier angenehmer finde als beim Porsche, als beim e-tron GT. Aber, ich guck mal von hier, ne? Keine Schaltwippen. Ihr könnt hier keine Rekuperation einstellen. Ihr könnt hier übers Menü könnt ihr das machen. Rekuperation, Fahrpedal, so kannst du aus- oder anschalten oder automatisch machen. Aber Porsche hat ja immer selber gesagt, nee, wir wollen unseren Fahrern das überlassen. Und sowas wie One Pedal und so weiter, das machen wir nicht. Ja. Kann man jetzt halten wie ein... Ja, den Spruch kennt ihr inzwischen. Also, ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, aber sie haben es so gewählt. Ich bin halt ein ganz großer Freund von One-Pedal-Feeling und ein Fahrzeug nur mit einem Pedal fahren zu können, also indem man einfach lupft, bremst da ab und dann am besten bis null, bis das Fahrzeug auch wirklich steht. Haben sie jetzt hier nicht gemacht. Das ist beim e-tron etwas besser gelöst, aber auch nicht so stringent, nicht so krass. Und von daher muss ich sagen, ja, das sind halt Sportwagen, vielleicht soll es da einfach nicht so sein. Gut, also wie gesagt, der Innenraum gefällt mir der Porsche deutlich, deutlich besser als das, was ich beim e-tron gesehen habe. So, kommen wir zum Fazit meines Vergleichstestes von diesen beiden Traumwagen. Wenn ich das Geld hätte und wenn ich ihn mir leisten können würde oder auch wollte, weil das ist erstmal ein ganz großes Thema von leisten wollen. Welchen würde ich nehmen? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin beim Taycan. Warum? Ja, der Audi kann mit etwa 50 kW mehr an DC laden und er hat nochmal etwa 10 Kilowattstunden mehr Akku. Hat dazu geführt, dass er auf der Strecke Berlin-Bremen dem Taycan mal eben 15 Minuten ganz locker abgenommen hat, ohne dass ich es drauf angelegt habe. Ja, ich bin schnell gefahren, natürlich, weil es einfach geht mit diesen beiden Fahrmaschinen und wenn es den Verkehr zulässt, aber ich habe es nicht drauf angelegt. Nichtsdestotrotz muss man ganz einfach sagen, und Audi ist inzwischen viel mehr als der Audi 80 von damals oder Audi A4. Inzwischen der Audi TT hat damals angefangen, dann kam der Audi R8. Der R8 basiert schon wieder fast so ein bisschen auch mit auf der Lamborghini-Plattform. Es ist hier immer noch ein Porsche, ja. Und ein Porsche hat unheimlich Prestige. Und deswegen ist das eines der Gründe, warum ich sagen würde, hey, wenn ich das Geld hätte, würde ich zum Porsche greifen. Auf der anderen Seite muss man ganz einfach sagen, egal was Audi inzwischen für Sportwagen baut, die vier Ringe, die werdet ihr da so schnell nicht los. So, und ein anderer Punkt ist, ich bin ein Fan von aufgeräumten Cockpits. Beim Audi e-tron GT doch sehr zerklüftet alles, sehr unruhig alles, muss man wirklich mögen. Beim Taycan, ich war damals sehr, sehr begeistert vom Model 3, das ich das erste Mal in Hamburg gesehen habe, als die ersten Fahrzeuge nach Deutschland kamen. Und der Taycan selber ist ähnlich aufgeräumt, natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem einen Panel eines Model 3s, aber ich finde ihn sehr, sehr sauber und sehr aufgeräumt gestaltet. Das gefällt mir richtig gut. Zum Q-Check, ich habe beide Fahrzeuge auch im Qualitätscheck gehabt, da lag der Taycan jetzt mit 17 Punkten doch etwas weiter vorne als der e-tron, der dann doch mit 23 Punkten etwas mehr Richtung Mittelfeld lag, weil er sich so ein paar kleine Themen erlaubt hat. Aber beide Fahrzeuge habe ich wirklich richtig genau ins Detail inspiziert, weil einfach für 120.000 eine gewisse Erwartungshaltung da ist. Insofern muss man sagen, ja, qualitativ ist scheinbar in diesen beiden Fällen dieses Fahrzeug etwas qualitativ besser als der gebaut. Aber das kann bei anderen zwei Fahrzeugen schon wieder ganz anders aussehen. Ihr kennt auch Ofe, der bei seinem Taycan einige Punkte gefunden hat. Dafür gibt es garantiert auch e-tron GT-Fahrer, die gar nichts an ihrem Fahrzeug auszusetzen haben. So, mich würde jetzt interessieren, für welches Fahrzeug würdet ihr euch denn entscheiden? Porsche Taycan oder Audi e-tron GT? Wie gesagt, Traumwagen sind es beides. Ich muss mich nochmal bedanken bei meiner Schwester Britta und beim Bernd, dass ich überhaupt die Chance hatte, so welche Fahrzeuge im Alltag bewegen zu dürfen, über die Autobahn bis nach Berlin und zurück. Nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und von daher bin ich den beiden super, super dankbar.
Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir den Daumen hoch. Abonniert natürlich meinen Kanal, dann seht ihr mehr solcher Themen natürlich hier und auch die Q-Checks. Und wenn ihr etwas zu meckern habt, hier, Daumen runter, gerne, kann ich mit umgehen, aber begründet es einfach. Also mich würde einfach mal interessieren, was es da so auszusetzen gibt. Und wenn nichts auszusetzen gibt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.